Hier lernt man was fürs Leben, leckt nichts Falsches an. Vielleicht, aber da kommt Water, ne? Das ist jetzt nicht so ganz so toll. Wir müssen noch mal eben rum. Und willkommen zu diesem neuen Video und zu einem neuen Part des Goat Simulators 3. Wir haben euch ja im letzten Video den Goat Simulator vorgestellt und sind auch mal kurz reingegangen, um das Ganze mal ein bisschen uns anzugucken und selber auch noch ein bisschen mehr über den Goat Simulator 3 zu erfahren. Im heutigen Video möchte ich mir das Ganze nochmal genauer angucken, vielleicht auch mal ein bisschen die Map erkunden und ja, schauen, was es sonst noch alles so zu entdecken gibt, und ich möchte auch einfach weitere Sachen zerstören, ich bin ehrlich mit euch. Ich finde, es macht einfach so unglaublich viel Spaß und deswegen wünsche ich euch jetzt auch einfach ganz viel Spaß beim Zuschauen. Man kann einen Wegpunkt setzen, wie cool. Das wusste ich noch gar nicht. Hier ist noch ein Ziegenturm, Leute. Hier sind mehrere. Also das sind alles Ziegentürme. Ach, krass. Dann kann man sich bestimmt dann immer von den Ziegentürmen zum jeweils anderen Ziegenturm teleportieren. Drücke V, um zu emoten. Ach mein Gott, wie cool. Wir können mit dem Hintern wackeln. Süß. Okay, wir gehen jetzt erstmal wieder raus. Bisschen spazieren gehen. Schweinis! Du kommst jetzt hier weg. Es reicht mir mit dir. Hat schon was, oder? Können wir den Ball haben? Oh mein Gott, wie cool. Hier gibt's Bälle. Es gibt doch Bälle. Wir machen uns einfach unser eigenes Fußball hier. Guck mal, du hast doch auch eine lange Zunge. Möchtest du mit uns spielen? Ne, er möchte jetzt, glaube ich, nicht mehr mit uns spielen. Aber du? Hallo? Warte mal, ich muss da mal eben richtig gegenlaufen. Ah, hä? Warum bewegt sich der nicht mehr? Oh nein, wir sind in die Kacke gelaufen. Willst du mit uns Fußball spielen? Aber mit mir möchte keiner Fußball spielen. Ich möchte doch nur einen essen, kann ich? Ja, guck nicht so blöd. Nö, wenn die so gucken, gar nicht. Ja, habe ich ja gar keinen Vertrag mit dir. Hi! Was machst du? Was haben wir hier? Foi, foi! Wir können sitzen! Ach, wie geil! Erstmal den bei seinem... Er braucht das hier schon, hm? Also wir sind jetzt Platz 1. Oder? Findet ihr auch? Wir sind die Ersten! Ist halt jetzt gerade nur alles am Abfackeln, aber ich meine, wir sind auf dem ersten Platz, alles gut. Wie heißt unsere Ziege? Wie heißen wir? Wir brauchen einen coolen Namen. Herbert ist natürlich schon vergeben. Günther? Günther? Okay, erster Name, das ist Günther. Günther und seine Gitarre. Ich würde jetzt gern einmal kurz... Kann doch nicht sein, ich wollte rückwärts fahren. Ja, komm Leute, das kriegen wir hin. Guck mal, nichts passiert. Eventuell gibt es ein paar technische Probleme gerade. Gar kein Problem, wir kriegen das geregelt. Ey, jetzt weiß ich nicht mehr, ob es... Danke fürs Helfen, Bro. Leute, ich habe ein paar Probleme gerade, ne? Also tut mir leid, das Auto ist Matsche. Oh, hier ist eine Fabrik. Ups. Fertige die Linie. Welche Linie? Was für eine Linie soll ich denn fertigen? Ich hab das mal angelegt. Ich glaube, das brauchen wir. Okay, hier eine Linie fertigen, ne? Wir müssen ja jetzt auch mal Aufgaben machen. Wir können ja nicht nur hier durchs Leben huschen. Wir müssen ja auch mal eine Aufgabe erledigen, ne? Hier müssen wir jetzt was machen. Ups, das habe ich getan. Das muss hier hin, glaube ich, wirklich. 1, 2, 3. Doch. Wir müssen erst 1 in 1 legen. Leute, das ist einfach richtig. Ja, er nervt. Schaut mal, wir tun was Gutes für die Menschen. Einfach wunderbar. Wo haben wir denn noch welche?
guck mal, ob hier irgendwo noch... Hier ist noch eins. Huch. Ne, falsches angelegt. Das wollen wir anlegen. Okay. Eben mitnehmen. Einer unserer leichtesten Übungen. Hier schon wieder ein Mehrspielermodus. Irgendwas Verbranntes. Das kann doch nicht sein. Jetzt wollen wir den Menschen hier helfen und jetzt haben die hier kein Förderband mehr für uns oder was? Hier lernt man was fürs Leben. Leckt nichts Falsches an. Kommt nicht so gut durch die Tür. Wo steckt denn das fest? Wo steckt denn unsere Zunge? Danke. Okay, noch eins. Dann haben wir einfach eine sinnvolle Aufgabe erfüllt. Daumen! Komme ich da jetzt hoch? Vielleicht aufs Auto? Guck mal, da drüber kann man drüber grinden. Kann ich hier hoch? Guck mal, Leute, eine Leiter. Nichts leichter als das. Oh, falsch. Ja, jetzt haben wir doch eine Linie fertig, oder nicht? Guck mal. Muss ich Angst haben? Oder was meint ihr? Das ist wirklich das Ende hier. Wirklich ein also es ist eine Belastung. Wir stecken im Boden. Was ist denn mit uns? Ach geil. Okay, wie viele Punkte haben wir denn? 28.000. Ich möchte mir was kaufen. Ein Partyhut. Wir können einfach Gewicht im Mund haben. Deine Zunge hängt an der Banane. Immer noch? Okay, wir haben 28.000. Ne? Wir können uns eigentlich so viel leisten. Eigentlich müssen wir schon sowas tragen, ne? Dass wir schon ein bisschen krass sind. Ja, das möchte ich haben. Schon krass. Das brauchen wir eigentlich auch. Und auf dem Rücken brauchen wir eigentlich das, die Tankschultern. Und unsere Beine? Die passen gut zum Outfit. Machen die ganze Zeit Geräusche. Oh mein Gott, Leute. Gesprenkelt ist voll schön. Wir wollen gesprenkelt sein. Und Hörner? Nochmal Hörner? Nee, reicht ja erstmal das, was wir gerade haben. Oh mein Gott, wir haben sogar eine Unterhose. Und da ist ja hübsch, da will ich hin. Schon wild, ne? Also wir können jetzt hier auch so die Leute so ein bisschen, also wir können krasses Zeug, wollte ich nur sagen. Wir fahren jetzt ein bisschen. Vielleicht auch nicht, Leute. Vielleicht auch nicht. Ah, wir fahren jetzt einfach mal die Straße außen rum. Dann kommen wir nämlich an eine Stelle, wo wir noch nicht waren. Sind ja alle langsam ein bisschen, ne? Sind ja schon ein bisschen langsam hier unterwegs. Hä? Jetzt müssen wir hier rum, genau. Und jetzt, wenn wir hier einfach rum weiter rumfahren, dann kommen wir zu neuen Sachen. Also Leute, die Map ist einfach big, ne? Ich meine, ihr seht's ja. Man kann hier so viel machen. Guck mal, und jetzt kommen wir sogar in einen Bereich, wo wir noch nicht waren. In Suburbsville sind wir jetzt.
Sollen wir mal einmal eine Rundfahrt machen? Aber da kommt Water, ne? Das ist jetzt nicht so ganz so toll. Wir müssen noch mal eben rum. Leute, die Map ist so big. Oh, wir sind jetzt... Ich steck fest. Nicht mehr. Okay, tschüss. Okay. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir mal ein bisschen... Na, jetzt wo wir Dampf abgelassen haben, mal ein bisschen die Natur erkunden. Bisschen hier Hallo sagen. Auch mal schön. Ist doch schön. Also entweder man macht halt nur Mist oder man macht halt auch wirklich hier diese Events. Aber irgendwie, also jetzt mal ohne Witz, die Welt ist schon ein bisschen schön, ne? Guck mal hier, eine süße Eisdiele. Was geht denn hier ab? Hey Leute, hier haben wir jetzt ja richtig... Wow. Ja, was ist denn mit Statuen? Ist doch schön. Guck mal, es gibt hier richtig viele. Ja, jetzt nicht mehr. Also Leute, es gibt echt viele Mehrspieler-Events, muss man auf jeden Fall sagen. Wir sind gleich am Ende der Karte. Wir sind am Ende der Map, Leute. Jetzt schwimmen wir in den Sonnenuntergang mit unserer tollen Badehose. Hier ist noch ein Ziegenturm. Lol. Aber jetzt, wo wir das synchronisiert haben, haben wir dann auch einen Teil der Karte freigeschaltet, oder? Ja. Also wenn man die verschiedenen Türme anpeilt, dann schaltest du da auch direkt die Umgebung frei. Einmal kurz Hallo sagen auf die Freiheitsstatue. Es gibt einen Aufzug. Lass bitte nicht drüber reden, okay? Leute, we are on the top. Das ist doch ein super Ende für dieses Mal Goat Simulator 3. So, ihr Lieben, es war so, so cool. Wir haben einfach die komplette Map gesehen und haben sogar eine Aufgabe erledigt. Also, es ist einfach grandios. Wir haben ein geiles Outfit. Also, Leute, schreibt in die Kommentare, was sagt ihr zum Outfit? Das ist einfach toll, oder? Ihr könnt mir nichts anderes sagen. Es ist einfach nur wunderbar. Dann könnt ihr dem Part natürlich gerne einen Daumen nach oben geben, wenn ihr sagt, ihr wollt weitere Parts des Goat Simulators 3. Dann könnt ihr uns natürlich auch super gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. So verpasst ihr nicht, wenn ein neues Video online geht, wir zum Beispiel ein neues Spiel testen oder weitere Parts des Goat Simulators online gehen. Schaut natürlich auch super, super gerne bei unserem anderen YouTube-Kanal Naka vorbei. Dort gibt es Lifestyle-Videos, Vlogs, Food-Videos und Co. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!